Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 News Update. Vor wenigen Wochen noch habe ich über die Prestige Skins gesprochen. Der Wraith Prestige Skin sollte eigentlich in Season 14 kommen. Auf einmal flog der Skin aus den Gamefiles, was eigentlich ein Indiz dafür ist, dass wenige Zeit später genau das, was aus den Gamefiles verschwindet, ins Spiel findet. Sprich Erbstücke, Waffen. Das war alles in der Vergangenheit, wurde schon viel geleakt, aus den Gamefiles verschwunden und ein paar Wochen später war es dann da. Tatsächlich scheint es jetzt wieder soweit zu sein. Season 15 ist da in den Gamefiles, wurde der Prestige-Skin wieder gefunden. Diesmal mit Bildern, alle drei Evolutionsstufen, plus Finisher. Und ich muss sagen, von allen drei Legenden, die es dann ab den Wraith-Prestige-Skin gibt, ist der Wraith-Skin allererste. Fucking Sahne und es sind alle drei Stufen, finde ich, ultra nice, muss ich einfach sagen, wobei ich fast sage, die zweite Stufe finde ich fast sogar noch gelungener als die dritte Stufe, das ist aber Geschmackssache. Bevor ich auf den Skin zu sprechen komme, beziehungsweise euch die Skins zeige und den Finisher, vor wenigen Wochen noch, als dieser Skin aus den Gamefiles verschwand, hat sich auch Respawn ein Stück weit versteckt zu Wort gemeldet und hat Abstand von den Prestige-Skins genommen und es hieß eigentlich, wir werden jetzt in naher Zukunft erstmal keine Prestige-Skins mehr bringen, weil die eine extrem hohe Kritik geerntet haben, sprich Bloodhound, Bangalore, Cosmetic Event und wieder viel, viel Geld ausgeben und dann gefällt den meisten der Skin einfach nicht und so weiter und so fort, ist eben Geschmackssache, aber ich glaube, Wraith wird die Geschmäcker mit Sicherheit ein Stück weit befriedigen. Das ist Evolutionsstufe Nummer 1. Habe ich gleich noch in etwas besserer Qualität. Die blauen Augen, das Leuchten. Es sieht einfach absolut erste Sahne aus. Das ist die zweite Stufe. Und da muss ich sagen, die zweite Stufe gefällt mir tatsächlich fast besser als die dritte Stufe. Ich kann mit dem Helm nicht so viel anfangen. Es sieht stark aus. Aber diese Antennen, das sieht aus wie so ein WLAN-Verstärker, Gedöns, keine Ahnung. Aber trotzdem sieht es geil aus. Aber er erinnert mich so ein bisschen so in Richtung Destiny. Keine Ahnung, wie so ein Hüter. Aber es sieht geil aus. Ich habe hier immer noch ein besseres Bild. Hier sehen wir alle drei. Die erste Stufe im Vordergrund, die zweite in der Mitte und natürlich die dritte im Hintergrund. Ich finde die Details zum gesamten Skin, das gesamte Outfit, auch halsabwärts, sieht einfach ultra, ultra stark aus. Also wirklich, ich bin mega begeistert und ich war lange nicht so begeistert. So ein Skin, ohne Scheiß. Natürlich ist das alles, das Geld, müssen wir nicht drüber sprechen. Um den zu bekommen, wie viel Geld man faktisch ausgeben muss, das ist ja wahrscheinlich nicht Thema, aber gelungen sind alle drei. Und jetzt kommt der Finisher. Ich mache ihn noch einmal an. Fehlende Worte, wirklich, es ist kreativ. Ich fand auch den Finisher für Bloodhound und für Bangalore extrem, extrem geil. Auch wenn ich da verstehe, dass der Geschmack bei dem Bloodhound-Skin tatsächlich viele nicht getroffen hat, kann ich nachvollziehen. Gerade die ersten beiden Stufen sehen relativ lahm aus, wobei ich die dritte Stufe eigentlich ganz nice finde. Bangalore finde ich schon ein Stück besser, aber Wraith hat mich ultra überzeugt. Eure Meinung in die Kommentare, ich bin gespannt. Habe ich schon erwähnt, zum Holo-Bash-Event im Dezember gehe ich mal davon aus, dass das Collection-Event kommt. Ich kenne schon alle Skins. Ich gucke mal, ob ich da noch ein Video drüber mache und euch die gesamten Skins zeige, wo wir dann auch diesen Wraith Prestige-Skin freischalten. Das war es jetzt erstmal wieder von mir. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.